Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fahrradsimulator. Leute, der Frontflip und Paletto jetzt hier. Rauf da auf das Ding. Ohne Tricks und... Ja. Au. Oh yeah. Das sieht richtig, richtig geil aus. Ohne Witz, ich glaube, das ist eine der besten Maps, die jemals erstellt wurden. Zumindest von, ja, also guckt euch das Design an. Übertriebenst geil. Wir hatten ja letztens so eine ähnliche Map gedaddelt. Auch irgendwas mit Zenith Mountain, okay. Und sag mal, ich mache ein Video und dann schreibt direkt jemand. Ihr wollt mich doch verarschen. Ich glaube, hier gibt es auch sogar, wenn man, jawohl, wenn man auf 1 drückt, gibt es sogar eine Map. So, wo kann ich denn jetzt, wo kann ich denn hier runter, Leute? Hier? Hoppa! Das war definitiv der falsche Weg. Ah, hier geht's längs, oder was? Oh ja, das sieht doch schon mal gut aus. Ey, wie detailreich diese Map gestaltet ist, das ist echt schon nicht schlecht. Moin, Leute, geht's jetzt hier längs, oder was? Oh ja, let's go. Alter. Hoppa! Yo, als ob jetzt hier... Zack. Oh, ich dachte, ich hau mir hier den Kopf an. Kleiner... Frontflip, wollte ich gerade sagen. Und alle, hopp, kleiner Frontflip. So, jetzt hier gucken, nicht den Kopf stoßen. Ja, perfekt. Bam, kleiner Frontflip. Oh, warte. Ja. Easy going. Also, ich muss schon ganz ehrlich sagen, die Map, die, oh no. Oh, die ist schon echt sehr, 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 sehr geil. Ich weiß, ich wiederhole mich. Aber es ist immer cool, weil es gibt so viele... Drecksmaps und das bekommt ihr meistens gar nicht mit, weil ich teste dann doch schon sehr, sehr viele. Dann ist es immer schön, wenn man mal so ein paar Perlen, weil dann meistens kommt die Aufgabe dann, die Aufnahme dann gar nicht online, weil die Maps halt echt einfach Schmutz sind. Aber hier, Junge, ist halt einfach, oh no, ist halt einfach geil. Boah, wenn ich jetzt hier schnell genug bin, yo, ich weiß nicht, ich fahr noch. Ja, jetzt hier längs. Kurzzeitig kleiner. Hesse fuck. Alle hopp. Mann. Oh, mal ein bisschen Ego. Ja, alles klar. Ja, ein ganz lockerer Sprung jetzt. Ja, 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 alles gut. Oh. Ja, warte kurz rückwärts. Warte. Ach komm. Junge, du musst auch ein bisschen rückwärts fahren können als Fahrradfahrer. Warte mal, vielleicht müssen wir auch den... Trail ein bisschen. Ja, genau. Jetzt komm. Zieh durch. Baller durch. Und jetzt der Sprung. Flieg. Jawohl, let's go. Das war knapp. Aber das war... Ist jetzt hier Ende, oder was? Nö. Hä? Junge, wo ging es denn da noch weit? Ah, jetzt fährt er schon wieder rückwärts. Oh, nice one. Das war richtig, als hätte ich es geplant. So aus, ne? Ach, komm. So, hier den Wasserfall unten drunter. Kann ich hier... Ja, hier kann ich auch längs. Ach, guck mal, hier ist noch so ein... Oh, alternativer Trail. Ja, ja, den hat man auch links gesehen. Ja, hier kann ich nämlich auch noch durchstarten. Und hier müssen wir doch einfach nur... Jawohl! Kurz ein bisschen reindroppen. Dann hier einen ganz lockeren Sprung. So, aber was ist jetzt... Oh, was ist jetzt hier drüben? Komme ich da auf die Straße? Weil eigentlich würde ich jetzt mir denken, hier ist Ende. Hier muss jetzt irgendwo ein Speicherpunkt sein. Warte mal, hier kann ich hochfahren. Was ist denn hier in dem Haus? Nix? Hier runter? Yo, hier ist was. Auf jeden Fall. Ja, hier ist noch ein Trail. Aber der gehört wetten zu irgendwas anderem. Aber ist auch wieder nice gestaltet. Oh Gott. Aber wo fahre ich denn hier die ganze Zeit... Die ganze Zeit längs. Bisschen auf der Bremse stehen. Ja, alles klar. Vorsichtig. Oh, und da sind wir. Ja, gut, warte mal. Wir machen mal Strecke beenden. Ja, und dann auch wiederholen. Weil dann müssten wir... Ja, genau. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Aber ist das der Anfang, wo wir eben schon waren? Oder ist das ein neuer? Und wenn wir hier ein bisschen längs fahren, das sieht schon wieder ein bisschen anders aus. Oh, da rechts ist irgendwie ein Ausrufezeichen. Das ist immer gut, Leute. Merkt euch das. Scheiße. So, hier müsste irgendwo... Ja, hier ist das Ausrufezeichen. Was bedeutet das denn jetzt? Oh ja. Oh, das sieht doch schon wieder... Oh, nö! Alles gut. Alles gut. Kurzer Prank von mir. Kurzer Prank. Ja, sehr nice. Hier schön, ja. Genießt die Aussicht. Hier muss es doch gleich irgendwie runtergehen. Aber so... Oh, yo. Yo, 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 yo. Warte mal, ich gehe mal lieber in die Ego-Perspektive.
Oh nein! Alles gut. Bleib auf dem Trail. Bleib auf dem Trail. Nicht runterfallen. Wenn wir runterfallen, sind wir down. Oh ja, let's go. Nein! Glücklicherweise habe ich hier gespeichert. Ich wusste doch, dass hier schon wieder irgendwas passiert. Genau, hier links. Jawohl, let's go. Jetzt bekommen wir ein bisschen Speed. Aber Speed ist hier gar nicht so gut. Ah, das ist, glaube ich, sogar der Trail. Ja klar, der führt nach da hinten. Wenn du nämlich hier dann längs ballerst, dann bist du da hinten bei dem Ding. Ja gut, aber da waren wir ja schon. Alter, was ist denn da unten alles noch? Da möchte ich mal hin. Warte mal, man kommt hier auch immer in andere Areas. Resting Area. Oh, hier. Das sieht gut aus. Was ist das? Zenith Peak. Ist hier ein Fahrstuhl? Hallo? Ja, der ist... Ah ja, der kommt auch gerade runter. Danke. Ja, einmal einsteigen. Du, man weiß schon, es wird eine gute Map, wenn die Map einen Fahrstuhl hat. Keine Ahnung, wie man das in dem Game programmiert. So, aber das sieht schon mal ganz nice aus. Wir bleiben ganz gechillt. Alles im grünen Bereich. Alter, nice. Einfach mal direkt im Schnee. Das ist ja geil gestaltet. Und jetzt hast du hier so eine richtige Schneelein. Auch wenn ich... Ja, hier... Wow! Ja, direkt. Aber was passiert denn, wenn ich jetzt sage, ja, leck mir doch hier. Ich fahre jetzt hier längs. Ja. Okay. Aber da geht es trotzdem auch längs. Wir gucken gleich mal. Ich möchte ja eigentlich nur ein... Ah, guck mal, nämlich hier. Bam, Alter. Irgendwas mit Avalanche. Ah, das ist hier, als ob das ist so gestaltet, als wenn hier eine Lawine runtergegangen ist. Hier ist alles so mit Schnee bedeckt. Alter Junge. Also wer auch immer diese Map gebaut hat, Brudi, Respekt. Es ist halt einfach übertrieben nice. Auch wenn ich mich hier die ganze Zeit auf die Schnauze lege, macht es so viel Spaß, weil auch hinter jeder Ecke irgendwie was Neues Geiles wartet. Aua. Wie ein Knochenbruch zum Beispiel. Ich lieb's mir, meine Knochen zu brechen. Nein, das stimmt nicht. Oh! Junge. Aber muss ich hier die ganze Zeit auf dem Gaspedal sitzen oder was? Weil anders komme ich hier ja nicht heil runter. Oh, das war schon wieder so knapp. Egal, jetzt baller ich einmal durch, Junge. Hoppa! Yo, als ob. Und ich fahr. Ah, schade. Aber das war gar nicht so schlecht. Also, das will ich nochmal machen. Diesmal vielleicht diese eine. Ja, hier muss ich auf jeden Fall vorher bremsen. Sonst kommst du da nicht durch. Hier musst du schon so ein bisschen. Ja, ja. Jo. Alles klar. Und hoppa. Jo. Okay, da dann bis. Danach ein bisschen links halten. Einfach ein bisschen links. Ja. Ja, wunderbar. So wie ich den Sprung eben gerade. Ja. So war nämlich sehr, sehr nice. Und jetzt nur das Ding hitten. Weil dann... Hoppa! Kommen wir nämlich hier oben hoch. Können dann noch hier längs. Zack. Alter, Junge. Ist halt Safe Call. Einfach eine Map, die ballert. Jetzt bist du hier plötzlich in einer Art Wüstenbiom. Junge, was ist denn das? Einfach richtig geil. Ich kann es nicht anders sagen. Ich bin jetzt hier nicht runterfallen. Ich kann mich echt nur wiederholen. Mist. Sie ist natürlich ein bisschen, vielleicht ein Ticken zu groß, weil wenn ich jetzt wieder, zack, bin ich wieder oben auf dem Berg. Aber ey, das der Map zum Vorwurf zu machen, wäre einfach unfair. Weil es echt so viel Spaß macht, hier alles zu erkunden. Bam, hier kurz wieder runter, weil das ist jetzt nur eine andere kleine Strecke und du hast so viel zu entdecken. Ganz zart. Mit ganz viel Gefühl. Mit ganz viel Du bist so ein Mülleimer. Mit ganz viel Gefühl. Hoppa. Yo. Einfach easy. Sag mal, hör auf, wieder runterzufallen. So, jetzt schaffen wir es, Leute. Jetzt hier diesen kleinen Eistrail. Oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja. Sehr nice. Oh, und da vorne geradeaus. Ja, 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 komm. Hit it, hit it, hit it, hit it. Oh, yes. Hier so ein kleiner Wald. Auch wieder hier sieht man direkt wieder einen neuen Trail. Halt einfach... Sehr, sehr. Oh nein, 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 nein. Mist. Ich glaube, ich mache tatsächlich nochmal Strecke beenden und auf Wiederholen. Dass wir nochmal gucken. Ja, genau. Hier muss es doch auch noch einen Weg irgendwo hingeben. Ja, klar. Hier runter. Ja, rechts. Hiking Trail. Ja, ist doch perfekt. Ich wandere doch gerne. Wow. Ja, so sieht es bei mir auch mal aus. Nee, aber das würde ich mir mit dem Fahrrad, das würde ich mir nicht trauen. Muss ich sagen. Also einmal so ein fetter Stein. Oder einmal vor allen Dingen mit der Geschwindigkeit verkalkuliert. Junge, und du landest im nächsten Baum.
So wie er. Aber er denkt sich einfach, Junge, ist mir egal. Ich respawn einfach. Ich habe aber das Gefühl, dass ich nicht so leicht respawnen kann, Leute. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber also ich habe es noch nie ausprobiert. Aber ich will das mit dem Respawn im Real Life auch nicht ausprobieren. Ich hab gehört, das System ist ein bisschen verbuggt. Ja, der Trail, der ist zwar ganz nett, aber ist nicht so... Ja, alles klar, warum springe ich denn hier runter? Er ist nicht so temporeich. Ich mag es, wenn es so ein bisschen... Ja, wenn es so einen gewissen Flow hat. Weil hier musst du immer schauen. Ja, Stein. Alles klar. Ja, hier kann ich doch jetzt, oder? Zack, let's go. Ja, bisschen auf dem Damm. Da vorne rechts ist auch irgendwas. Fahr ich jetzt hier runter? Ah ja, hier geht's auch nochmal längs. Das ist so eine riesige Map einfach. Wo muss ich denn jetzt? Hier runter, oder was? Ja, hier ist nichts. Achso, warte mal jetzt. Ey, guck mal, hier will ich doch mal runterfahren, Alter. Weil hier waren wir noch gar nicht. Yo. Ah, das sieht wieder aus wie diese Audi-Strecke. Wisst ihr noch beim Ida-Kopf oder so? Irgend so eine ähnliche Strecke sind wir mal gefahren. Also wenn man das dann kann und richtig professionell hier so längs ballert, dann muss das schon Spaß machen. Also ganz ehrlich. Zack, ich drop hier auch rein. Direkt Schädelbasisbruch. Easy. Mach ich noch. Zack. Oh ja, hier ist das Fahrerlager. Ja, moin Jungs. Mach mal hier Platz für den Pro. Ich suche hier meinen Thrill in den Bergen. Hoppa. Oh. Ja, scheiße, wo habe ich mich denn jetzt hier? Sag mal, es ist hier irgendwie... Hilfe. Sag mal, ich falle hier immer runter. Ja. Sag mal, ich möchte doch hier nur leben. Ja, warte, rückwärts. Ich sag's euch, ich schaff das. Nice. Einfach rückwärts runter. Rückwärts runter. Und jetzt der kleine Jump. Ja. Ja, warte. Wartet ab. Wir kriegen das hin. Oh, let's go. Jetzt sind wir auf der Strecke. Da wollte ich die ganze Zeit hin. Ich mache den Slope-Style. Zack. Ja, und dann... Sag mal. So, kleiner Backflip. Dann hier. Perfekt. Junge, das klappt aber echt gut. Oh ja, wir sind noch nicht gestolpert. Sag mal, du willst mich doch... Das ist ja verarscht. Okay, Leute, das war's mit einer kleinen Runde vom Fahrradsimulator. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Abonniert gerne den Kanal, falls ihr neu seid. Hier ist jetzt noch der Team Paluten-Kanal. Schaut dort gerne vorbei, sowie weitere Videos. Guckt auch in die Videobeschreibung von Mini Paluten. Danke fürs Zusehen. Haut rein. Ciao, ciao.